Okay. Mit dem einstimmigen Beschluss über die Eckpunkte zu unserem Landtagswahlprogramm haben wir heute eine hervorragende Grundlage dafür gelegt, mit dem Rückenwind auch aus dem guten Ergebnis von der Bundestagswahl 2018 gestärkt in den Hessischen Landtag wieder einzuziehen. Wir sind die konsequente soziale Opposition gegen die schwarz-grüne Landesregierung und wir wollen, dass sich die Politik in Hessen grundsätzlich verändert. Wir wollen eine Investitionsoffensive in bezahlbaren Wohnraum, in den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und wir wollen Schulen sanieren, in Krankenhäuser investieren und wir wollen die Armut in diesem Land bekämpfen. Dazu notwendig ist es, die Reichen und Superreichen in Hessen endlich wieder angemessener an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben zu beteiligen und deswegen wollen wir sie mit Hilfe einer Vermögenssteuer kräftig zur Kasse bitten. Die Linke in Hessen will aber nicht nur in den Hessischen Landtag einziehen, sondern wir wollen auch außerhalb des Parlaments gemeinsam mit sozialen Bewegungen, mit Gewerkschaften und mit Bürgerinitiativen auf der Straße, auf den Plätzen für einen grundsätzlichen Politikwechsel in diesem Land werben. Wir wollen nicht nur Hessen ändern, wir wollen ein Stück weit auch Deutschland und die Welt verändern und wir sind der festen Überzeugung, der Kapitalismus ist nicht das Ende der Geschichte und wir wollen gemeinsam mit vielen anderen für eine Gesellschaft kämpfen, in dem nicht der Profit, sondern der Mensch im Mittelpunkt allen Geschehens steht. Dankeschön.